Wir haben uns vor den Ferien mit unendlichen Reihen beschäftigt. Da wissen wir jetzt noch nicht so viel drüber. Wir haben ein paar Beispiele gesehen und wir haben ein Kriterium dafür gesehen, wann so ein Ding überhaupt konvergiert. Was wir überhaupt noch nicht wissen, ist, wenn das konvergiert, wie kann man dann sagen, gegen was das eigentlich konvergiert? Außer bei bestimmten Reihen, von denen ich Ihnen einfach gesagt habe, was da rauskommt. Ich will mal damit anfangen, dass ich mal schaue, wie Maple das denn macht. Ich gebe hier mal so eine unendliche Reihe ein. K geht von 0 bis. Und der entscheidende Punkt ist, dass hier jetzt ja unendlich steht. Und jetzt gebe ich hier mal irgendeinen Term ein, zum Beispiel 1 durch 3 hoch k plus 1 durch 2 hoch. Und hier schreibe ich mal hin 2k minus 1. So, das ist so ein moderat komplizierter Ausdruck. Und wenn ich jetzt Return drücke, dann sagt Maple 25 Sechstel. Also man kann offenbar sowas ausrechnen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man sowas ausrechnen? Woher weiß Maple das? Der wird ja nicht genau diese Reihe irgendwo schon stehen gehabt haben, sondern irgendwie damit gearbeitet haben. Und das ist das, was wir uns jetzt als nächstes mal überlegen wollen. Wie kann man zumindest bei bestimmten Reihen nicht nur sagen, ob die konvergieren, sondern auch gegen was sie konvergieren, wenn man in der Reihe etwas erkennt, was man schon kennt. Und was wir auch noch sehen werden, ist, wie man dann unabhängig von dieser Frage beantworten kann, ob eine Reihe konvergiert. Und der entscheidende Punkt, der uns dabei helfen wird, ist, dass wir Reihen ja definiert haben über Folgen. Wir haben gesagt, eine Reihe konvergiert dann, wenn die Folge der Teilsummen konvergiert. Und die Teilsummen sind ja alle nur endliche Summen. Und mit diesen endlichen Summen können wir ganz normal rechnen. Und insbesondere kann man ja mit endlichen Summen, entsinnen Sie sich an das letzte Semester, solche Dinge machen wie die Summe auseinanderziehen oder Faktoren rausziehen. Und solche Dinge wie auseinanderziehen, also dann hätte man ja zwei Summen, die man getrennt betrachten würde, oder einen Faktor rausziehen, sind Dinge, bei denen wir von Folgen schon wissen, dass man mit denen so rechnen darf. Also Rechenregeln für Folgen haben wir kurz vor den Ferien gemacht. Da sind bestimmte Dinge erlaubt. Wenn man zum Beispiel zwei Folgen hat, von denen man weiß, die konvergieren, und man addiert die, dann konvergiert die Summe dieser beiden Folgen einfach gegen die Summe der Grenzwerte. Also das bedeutet, wir wissen zum Beispiel aus dem letzten Semester, wenn ich sowas habe wie, sagen wir mal, k gleich 0 bis n ak, also eine endliche Summe, hier steht jetzt n, und ich habe eine andere endliche Summe, k gleich 0 bis n bk, dann kann ich diese beiden Summen, die endliche Summen sind, einfach addieren. Und das sieht dann so aus. Da steckt überhaupt nichts hinter. Das ist was, was wir schon aus der Schule kennen. Das bedeutet ja nichts weiter als, sagen wir mal, wenn ich hier jetzt stehen habe, a0 plus a1 plus a2, also in diesem Fall wäre n2, plus b0 plus b1 plus b2 ist dasselbe wie a0 plus b0 plus a1 plus b1 plus a2 plus b2. Da habe ich nur umsortiert. Und wie ich eben schon sagte, der entscheidende Punkt ist jetzt, dass das, was hier oben steht, ja jeweils, wenn wir das jetzt als Reihe betrachten, also wenn wir übergehen zum Unendlichen, die Partialsummen sind. Das heißt, für die einzelnen Partialsummen dürfen wir das machen. Und das bedeutet natürlich, dass sich dann die Rechenregeln, die wir für Folgen haben, übertragen. Also nochmal zur Erinnerung, für Folgen war die Rechenregel, wenn ich sowas habe wie an geht gegen a und bn geht gegen b, dann folgt aus diesen beiden zusammen, dass die Folge an plus bn gegen a plus b geht. Und genau das übertragen wir jetzt auf die Reihen. Und das bedeutet, wenn wir eine Reihe haben, in der wir als Summanden, also als Reihenglieder, irgendwelche Ausdrücke haben, die wir auseinanderziehen können, dann können wir die auch als Gesamtreihe betrachtet auseinanderziehen und damit so rechnen. Und das Gleiche gilt auch für das Herausziehen eines konstanten Faktors. Gleiche Argumentation wie hier. Man betrachtet sozusagen die endlichen Summen und kommt dann auf das Ergebnis. Und ich schreibe Ihnen das beides einfach mal als Rechenregeln hin, steht auch im Skript. Also es ergibt sich damit das Folgende.
Rechenregeln. Wenn die Reihen k gleich 0 bis n ak und k gleich 0 bis n bk konvergieren. Das ist wichtig. Also die Voraussetzung ist natürlich, dass diese Einzelteile, aus denen wir das zusammensetzen, dass die für sich konvergieren. Wenn das der Fall ist, dann gelten die beiden folgenden Dinge. Erstens, diese Reihe hier konvergiert auch. Und zwar gegen die Summe der Grenzwerte dieser beiden Reihen, also gegen das hier. Jetzt habe ich natürlich immer n geschrieben, was Quatsch ist, er soll ja unendlich stehen. Darum geht es ja eigentlich gerade. Also, wenn diese Reihe hier konvergiert und diese Reihe auch konvergiert, dann haben die beiden ja einen Grenzwert, einen Reihenwert. Dann konvergiert auch diese Reihe hier, die zusammengesetzte sozusagen, und zwar gegen die Summe dieser beiden Grenzwerte. Und hier in dem Satz römisch 1 benutzen wir wieder diese Konvention, die ich letztes Mal schon angesprochen habe. Hier unten reden wir über die... Hier unten reden wir über die Grenzwerte und hier oben reden wir über die Reihe. Also diese Reihe konvergiert und deren Grenzwert ist dann die Summe dieser beiden Grenzwerte. Und die zweite Aussage ist, dass so eine Reihe, wo ich hier irgendeinen Faktor stehen habe, zum Beispiel Lambda mal AK, dass die dann auch konvergiert. Und zwar konvergiert die gegen Lambda mal den Grenzwert, von dem wir schon vorausgesetzt haben, dass er existiert. Das sind zwei recht wichtige Rechenregeln. Vielleicht fragen Sie sich jetzt an dieser Stelle, wie ist denn das mit der Multiplikation? Wir hatten ja bei den Folgenrechenregeln, dass wir mit Grenzwerten rechnen können. Und da ging es ja nicht nur um Addition und das Multiplizieren mit einem konstanten Faktor, sondern wir konnten ja auch, wenn wir zwei Folgen haben, die beide konvergieren, die Grenzwerte multiplizieren. Das kann man nicht so einfach übertragen, weil man sich dafür überlegen müsste, was bedeutet es eigentlich, zwei Partialsummen miteinander zu multiplizieren. Und da wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Da wird ja nicht nur jeder einzelne Summand mit dem dazu passenden multipliziert, sondern Sie haben ja ein Produkt, wo alles mit allem multipliziert wird. Also wenn wir nochmal zurückgehen, an der Stelle, wo hier jetzt steht A0, A1, A2 als Summe plus das hier, würde hier jetzt ein Mal stehen. Und dann würden Sie als Ergebnis ja nicht haben A0 mal B0 plus A1 mal B1 und so weiter, sondern Sie hätten auch noch solche gemischten Terme wie A0 mal B1 oder A2 mal B0. Darum würde das beim Multiplizieren wesentlich komplizierter werden. Man kann dafür auch eine Rechenregel angeben, wie das mit dem Produkt ist. Das wollen wir aber nicht machen, weil das für uns jetzt zu aufwendig ist. Wenn Sie das mal brauchen, können Sie nachschauen unter dem Begriff Cauchy-Produkt. Also das ist benannt nach dem französischen Mathematiker Cauchy. Und da kriegen Sie dann so eine komplizierte Doppelsumme, mit der man auch häufig was anfangen kann, aber da kann man auch ganz leicht durcheinander kommen. Das lassen wir mal weg. Aber wir können das, was wir hier stehen haben, diese Rechenregeln mal anwenden für das, was wir eben in Maple eingegeben haben und mal schauen, wie wir damit klarkommen können. Also nehmen wir mal das Beispiel, was wir eben hatten. In Maple hatte ich eingegeben k gleich 0 bis unendlich 1 durch 3 hoch k plus 1 durch 2 hoch 2k minus 1. Und wenn Sie mit so einer Aufgabe konfrontiert sind, dann ist das Erste natürlich immer, was Sie machen müssen,
Sie müssen sich das anschauen und versuchen, innerhalb dieses komplizierteren Ausdrucks etwas zu erkennen, was Ihnen bekannt vorkommt. Weil Sie das ja in seine Einzelteile zerlegen wollen. Und diese Einzelteile sollen irgendwann etwas sein, was Sie schon kennen, wofür Sie also wissen, gegen was das konvergiert. Das ist, erfordert natürlich so ein bisschen rumprobieren, ist aber andererseits nicht so wahnsinnig schwierig, weil wir ja eigentlich nur 4 Typen von Reihen haben, bei denen wir überhaupt wissen, was da rauskommt. Also Sie müssen eigentlich immer so ein bisschen das scannen und gucken, kommen diese bekannten Typen, die ich habe, darin vor. Und wenn Sie sich das jetzt angucken, haben Sie da einen Vorschlag, was man da so an Bauteilen erkennen könnte eventuell, an Reihen, die wir schon hatten? Was ist denn hier vorne zum Beispiel mit dem hier, 1 durch 3 hoch k, wenn das da alleine stehen würde? Könnten Sie das ausrechnen? Ja, also was Sie eigentlich hätten sagen sollen an dieser Stelle ist, dieses Ding hier ist die geometrische Reihe. Von der wissen wir, wie das geht. Dafür haben wir sogar eine Formel. Also wenn hier nur stünde 1 durch 3 hoch k, dann könnten wir das ausrechnen. Nach der Rechenregel, die wir eben hatten, können wir als erstes mal diese Reihe in 2 Teile zerlegen. Das heißt, wir können hierfür schreiben, der linke Teil plus der rechte Teil. Das ist die Regel, die besagt, dass man solche Summen einfach auseinanderziehen kann. Und damit sind wir zumindest zur Hälfte fertig, weil hierfür wir wissen, was da rauskommt. Haben Sie jetzt vielleicht gerade vergessen, aber ich sage es Ihnen gleich nochmal. Aber vorher vielleicht dieser Teil, der ist ja noch nicht fertig. Da müsste man jetzt irgendwie ein bisschen mit rumspielen, um auf eine Idee zu kommen, wie man das vielleicht so umformen kann. Und wir haben ja nur diese beiden Rechenregeln, dass man daraus auch was machen kann, mit dem man arbeiten kann. Also so wie das hier steht, ist das noch nicht direkt eine von den uns bekannten Reihen, aber es sieht, der Reihe, sieht einer von den bekannten Reihen sehr ähnlich. Haben Sie da eine Idee? Na, dann mache ich Ihnen da auch mal einen Vorschlag. Was man hier zum Beispiel machen könnte, ist, dass man sagt, zunächst stört dieses minus 1 hier unten so ein bisschen. Es wäre ganz schön, wenn das weg wäre. Das bedeutet, es wäre, hier unten steht ja 2 hoch etwas und wie oft wird 2 miteinander multipliziert? 2k minus 1 mal. Es wäre, würde irgendwie schöner aussehen, wenn da 2k mal stehen würde. Und das würden wir ja dadurch hinbekommen, dass wir nochmal mit 2 mal nehmen. Aber dann hätten wir ja da was falsch gemacht, weil das ja nicht stimmt. Aber wir können natürlich dieses Multiplizieren mit 2 im Zähler und im Nenner machen. Dann haben wir einfach nur erweitert. Das dürfen wir. Das heißt, ich darf für das, was auf der rechten Seite steht, hier schreibe ich mal noch gar nichts hin, für das, was auf der rechten Seite steht, ohne überhaupt irgendeine Rechenregel anzuwenden, einfach diesen Bruch erweitern, oben mal 2 multiplizieren, unten mal 2. Dann steht unten nicht mehr 2 hoch 2k minus 1, sondern 2 hoch 2k, weil ich jetzt ja nochmal einmal 2 daran multipliziert habe. Und jetzt? Schauen Sie sich mal nur diesen Ausdruck hier an. Sowas haben wir ja schon öfter gehabt. 2 hoch 2k. Ja? Ist das nicht einfach 2 hoch 2 hoch k? Genau. Das ist einfach 2 hoch 2 hoch k, also 4 hoch k. Das heißt, hierfür, den linken Teil lasse ich nochmal weg, kann ich schreiben k gleich 0 bis unendlich 2 durch 4 hoch k. Und jetzt sind wir doch fast so weit, dass wir da wieder was erkennen, was wir eigentlich lösen können müssten. Das sieht nämlich fast so aus wie das hier oben. Nur jetzt stört diese 2 hier oben noch. Aber diese 2 heißt ja einfach 2 mal 1 durch 4 hoch k. Das heißt, jeder von diesen Termen wird einfach mit der konstanten Zahl 2 multipliziert. Und das ist die zweite Rechenregel, die wir da eben hatten. Ich kann die 2 jetzt einfach rausziehen. Das heißt, hierfür kann ich jetzt einfach schreiben, gleich 2 mal 1 durch 4 hoch k. Und jetzt habe ich... Ich will das gar nicht. Und jetzt habe ich das zerlegt in 2 Teile, die ich einzeln separat ausrechnen kann. Einmal das hier, das hatten wir ja ganz am Anfang schon, und das hier. Darum kümmern wir uns gleich. Vorher sollte ich vielleicht nochmal hier
für Ihre Notizen klar machen, an welchen Stellen wir überhaupt unsere Rechenregeln angewendet haben, falls Ihnen das eben zu schnell ging. Hier oben haben wir die Summe in zwei Teile zerlegt. Das heißt, an dieser Stelle haben wir das, was wir oben römisch 1 nannten, angewendet. Wir haben eine Reihe auseinandergezogen. Und hier unten im letzten Schritt haben wir einen Faktor rausgezogen. Das heißt, an dieser Stelle haben wir die Rechenregel römisch 2 angewendet. Und jetzt müssen wir nichts mehr tun, außer diese bekannten Reihen hier tatsächlich auflösen. Also da müssen wir jetzt einfach nachgucken, oder wir haben das im Kopf. Geometrische Reihe, da müsste jetzt stehen, das ist ja 1/3 hoch k, also q hoch k, und da kommt immer raus 1 durch 1 minus q. Also kommt hier raus 1 durch 1 minus 1/3. Ja, das ist was wir vor den Ferien schon gemacht haben. Und da können Sie jetzt einfach ausrechnen, 1 minus 1/3 ist 2/3, 1 durch 2/3 ist 3/2. Also hier auf der linken Seite steht 3/2 und auf der rechten Seite gehen wir genauso vor, 3/2 plus 2 mal, und das hier ist 1/4 hoch k, also steht hier 1 durch 1 minus 1/4. 1 durch 1 minus 1/4. 1 minus 1/4 ist 3/4, also steht hier 4/3. 3/2 plus 2 mal 4/3. Das ist 3/2 plus 8/3. Und jetzt müssen wir das Ganze noch auf den gemeinsamen Nenner bringen. Also da muss dann 1/6 rauskommen. Dann haben wir hier 3 mal 3. Und hier haben wir 2 mal 8. Das ist jetzt nur noch Bruchrechnung 6. Klasse. Und dann haben Sie hier oben 9. 2 mal 8 ist 16, also 25/6. Und das ist das, was Maple uns auch gesagt hat. Und damit sehen wir auch, wie Maple das gemacht hat. Maple muss durch Umformen der Terme das auf eine Form gebracht haben, sodass bekannte Reihen dastehen. Und natürlich für solche bekannten Reihen, wie die geometrische Reihe, sind in dem Programm dann die Werte drin, beziehungsweise die Formeln, um die Werte auszurechnen. Also was wir uns an dieser Stelle merken sollten, ist, wenn wir eine Reihe haben und wir können in der Reihe Bausteine erkennen, von denen wir sagen, das ist doch was ich kenne oder sieht so ähnlich aus wie etwas, was ich kenne, dann versuchen wir das zu zerlegen in die Einzelteile, rechnen die Einzelteile separat aus und können dann insgesamt ausrechnen, was rauskommt. Und wir würden jetzt, wenn Sie jetzt mathematisch rangehen, sozusagen umgekehrt argumentieren. Wir wissen am Anfang noch gar nicht, ob diese Reihe hier oben konvergiert, sondern wir legen erstmal los. Und nachdem wir die in ihre Teile zerlegt haben, sehen wir, dass das funktioniert. Und jetzt können wir umgekehrt mit den Rechenregeln, die wir hatten, argumentieren, weil man das zerlegen kann in lauter konvergente Reihen, muss die ursprüngliche Reihe auch konvergieren. Und dann gegen das.